In Ordnung, dann wollen wir mal schauen, wie wir da hochkommen. Tja. Kommen wir hier auf den Geröll? Ah, vielleicht hier so rumhangeln, ne? Das könnte eine Idee sein. Ah. Okay, bereit? Ha, da ist eine Tür, ganz einfach. Okay, das war Schritt 1. Nee, gar keine Tür. Den Kronleuchter hochziehen. Gute Idee. Du klingst überrascht. Sieh es einfach als Kompliment. Danke. So, und jetzt da hoch. Okay. Jetzt sieht sie stilvoll aus. Nichts wie hoch. Genau, darüber. Oh Gott, bin ich ein... ein Nerd. Vom Allerfeinsten, ey. So. Aber cool, wie hier die... Soll ich mal an, wie die Fußabdrücke auf dem Staub sind, ne? Voll krass. So. In welche Richtung handelt man denn jetzt? Geht ja nur darüber, würde ich sagen, oder? Versuch mal, dich zur anderen Kette zu schwingen. Ach, zur anderen Kette. Ah. Ja, so nicht. So definitiv nicht. Wir probieren es gleich nochmal. Cool, wie die Fußabdrücke da drauf sind. Voll geil. So, wo ist die andere Kette? Da drüben. Ah, das ist aber echt. Boah, Alter, wie soll denn das gehen? Versuch mal, dich zur anderen Kette zu schwingen. Wie soll das denn funktionieren? Ah, vielleicht jetzt? Ja. Und jetzt? Darüber. Ah ja. Sehr geil. Oh, sorry, Carl. Baldridge. Was? Du trittst auf Baldridge. Oh, tue ich das? So. Oh, da geht's aber wirklich tief runter. Geht's jetzt hier weiter? Scheint wohl so. Okay, dann mal hoch. Ein Wunder, dass die Treppen unbeschädigt sind. Hey, beschrei es nicht. Genau. Ich hab's ja gesagt. So. Ah ja. Nathan, siehst du den Turm? Klar. Die Frage ist nur. So. Hui. Alter. Sam, ja, okay.
wollte nur sicher gehen, dass du nicht abgestürzt bist. Fast da. Ganz schön aufgeregt. Fast da. Wir sind doch jetzt schon oben. Da geht's ja noch weiter hoch. Da geht's noch weiter hoch. Kann ich helfen? Aber sicher doch. Na los, fertig? Fertig. Ja, dann lass mal was runter. Ich hab hier was. Hey, Vorsicht. Hoch. Na los. Ja, nice, wie hier alles so rumliegt. Dann mal hoch auf den Turm. Was für ein Ausblick, hä? Da ist es. Auf der anderen Flussseite. Was hältst du davon, die Reichen zu beklauen? Hey, ist da unten ein Weg? Ja, gut zu sagen. Los. Was hat er denn jetzt notiert? New Daven. Boah, Alter. Was glaubst du, wie lange brauchen wir bis New Daven? New Daven. Ein paar Stunden. Kommt drauf an, wen oder was wir unterwegs treffen. Ich lass mich mal fallen. Boah! Bist du okay? Alter! Alter, die machen alles kaputt. Wo bist du? Boah. Wo denn? Wo denn? Was denn? Warum denn? Wieso denn? Seil hoch. Alter, Alter. Ja, wie soll ich denn hier... Wo muss ich denn hin? Alter, ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Ich gehe drauf. Ich hab keinen Plan, wo ich hin muss. Oben. Oh, shit. Na los, na los. Boah, Alter. Nein. Nein. Boah. Ich glaube, kein Mensch ist so viel verreckt wie ich in dem Spiel. Definitiv nicht. Komm schon, hier oben! Kletter das Seil hoch! Komm, hoch, 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 hoch. Alter! Lauf! Das ist der Sinn! Lauf! Noch weiter! Immer weiter! Alter!
klar, bleibt der Kalle stehen, natürlich. Alter. Ja, auf ein neues. Wo komme ich denn jetzt hier weiter? Komme ich da rüber? Alter. Es ist aber auch nicht so einfach, hier sich aufs Spiel zu konzentrieren, nebenher noch so Blödsinn zu labern. So, geht ja nur hier, ne? Ah, geh doch raus. Genau, da will ich doch hin. Alter! Hey Nadine, schön Sie wiederzusehen. Au, okay, Mango, Mango! Was soll denn das heißen? Au, oh, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir doch ändern. Im Drake trauen? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, hey, lass ihn uns zurück. Jetzt geht's ab. Wow. Okay, das war härter als erwartet. Ich finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich den Halim einfach davonziehen lasse? Das wäre das Klügste. Ach, kommen Sie, Nadine, echt jetzt? Wir wissen, dass Sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Tja, meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Ach, Gott, verdammt. Tja. Alter. Alter. Ich hab genug von dieser Insel. Genug von Ihrem Bruder. Und ich hab genug von Ihnen. Oh nein, das wird nichts. Oh, die ist ja knallhart, ey. Was stimmt denn mit dir nicht? Boah. Tiefschlag. Da hoch. Boah, Alter, die ist ja drauf. Halt durch, Sam. Ich komme. So, jetzt da hoch. Bin fast da, Sam. Dean! Boah! Boah! Alter! Oh, war klar. Sie sind schnell, aber nicht so schnell. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen ihr weg, bevor sie... Scheiße. Wow, 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 wow. Jeder von uns beruhigt sich wieder. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe,
Der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na dann nur zu. Schieß doch. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Keinen Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter. Ich hab dich gewarnt. Tu es! Oh, was ein... Gut, Feuer einstellen, nicht schießen! Mann! Leg sie hin! Schon gut. Okay? Schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er's tut. Samuel, bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt, hm? Hey! Komm schon, Mann. Du hast uns doch in der Hand, entspann dich. Komm schon, du bist Geschäftsmann. Lass uns einen Deal machen. Oh, ein Deal. Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt. Wie übel ist der denn drauf? Oh, erzähl nur. Ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja. Und gib's uns einen Anteil. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nathan. Ja. Er hat gesessen, für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar, er schuldet ihm viel Geld. Wow. Wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. Was? Ich hab Samuel rausgeholt. Was? Oh. Wow. Was hat er dir erzählt? Sam, was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit. Augenblick. Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja, und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake, ein Experte für Avery, am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Oh, Himmel. Nein, nein. Hör zu. Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer ich uns. Ich hab mein Leben für dich aufgegeben. Hey, hör zu, Nate, wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam, das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Oder ich tu's. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz Lebewohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stößt nur auf Sackgassen. Sieh es doch ein, Rafe. Du brauchst uns. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Boah! Boah! Üble Sache. Oh mein Gott. Nate! Hey! Nate!